Das Wetter ist die ganze Zeit schon der letzte Rotz. Und ah, nein, ihr kennt das. Dieses Wetter ist bah, es ist Sommer, es sollte schön sein. Und was ist? Man hat dieses tolle Bild. Schöne Wetter. Und was soll ich sagen? Ja, ich habe Anfang des Jahres hatte ich mir einen Crosser gekauft und habe sofort meinen Indoor-Trainer verkauft, weil ich dachte, ja, ich bin so cool, ich gehe draußen Radfahren. Habe ich dann natürlich auch gemacht, die ganze Zeit im Schnee. War alles gar nicht mal so schlimm. Aber ganz ehrlich, eigentlich habe ich im Winter, weiß ich nicht, bei Dauerregen, bei schlechtem Kackwetter, gar nicht doch so viel Lust, Fahrrad zu fahren. Also nicht draußen, ich habe nicht Lust, mich ständig anzuziehen. Und ich bin gerade leistungsmäßig auf einem gewissen Hoch. Und ich weiß, wenn ich nur draußen trainiere, kann ich das nicht halten. Einfach mal, weil ich zu faul bin, mich anzuziehen, nach der Arbeit 8 Stunden, 9 Stunden rauszugehen, eine Stunde Fahrrad zu fahren oder 2 oder 3. Von daher ist es viel bequemer, mit dem Trainer weiterzufahren. Und ja, und deshalb habe ich mir beim Kellersprinter, einfach mal, weil ich den Kontakt habe, übrigens, das hier unter ist ein Sprintbot, das seht ihr gerade nicht, das werdet ihr aber gleich sehen, den Wahoo Kicker 5 bestellt. So. Das ist, ja, der ist teuer, der soll aber, glaube ich, mit einer der besten Trainer sein. Und mein persönliches Problem, mir macht Zwift und Indoor überhaupt keinen Spaß. Und deswegen dachte ich mir so, wenn ich dem Ganzen schon noch eine dritte Chance gebe. Also ich hatte erst einen ganz billigen von Elite, der Quobo, keine Ahnung, irgendwas. Ja, man spannt das Hinterrad ein, es ist laut, es ist, bah, nein, mag ich nicht. Der Elite war schon richtig schön. Aber er hat, ja, es hat Grenzen, weil für 800, für 600 Euro ist es nun mal ein guter Mittelklasse-Rollentrainer. Video irgendwo da. Übrigens, unter dem Trainer habe ich das Sprintboard vom Kellersprinter. Und wenn ihr möchtet, ich habe einen Rabattcode, den habe ich schon seit letztem Jahr. Und wenn ihr an einem Sprintboard Interesse habt, dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, euch entweder ein Sprintboard bestellen. Oder ihr macht es so wie ich und baut es euch selber. Jeder, der ein bisschen handwerkliches Geschick hat, kann sich so ein Teil selber bauen. Warum stellt man sich so ein Teil überhaupt auf ein Sprintboard? Also erstmal, das ist ein doppelter Boden, das heißt, es nimmt den Schall raus. Eure Nachbarn werden euch lieben, weil auch so ein Trainer macht ein bisschen Geräusche. Das ist quasi wie eine Waschmaschine. Und es gibt Leute, die sagen, packt dir eine Matte unter oder diese Vibrationsfänger von der Waschmaschine. Nein, das ist kompletter Quatsch. Die Nachbarn hören euch trotzdem. So. Und der nächste Vorteil. Das Positive am Rollentrainer oder am Sprintboard allgemein ist, der Trainer ist ja fest auf dem Sprintboard. Und dadurch kann man allein schon so entspannt hin und her wippen wie halt auf der Straße. Und immer schön zum Körper schneiden. Ganz nebenbei, man kann mit dem Kicker übrigens auch ohne Zwift trainieren. Man verbindet es einfach mit seinem Garmin oder mit seinem Wahoo, denke ich. Und dann geht das ganz ohne App. Das ist übrigens mit einer der Vorteile am Kicker 5. Und wir haben einen Leistungsmesser, der sehr gut kalibriert ist. Es gibt übrigens noch die einfache Variante von Kicker. Das sollten eigentlich die meisten wissen. Dieses sind meistens einfach nur die alten Kicker auf einem anderen Gestell. Ganz nebenbei, der Kicker kommt mit einer 1128er Kassette. Standardmäßig. Von daher, es ist alles dran, was man braucht. Und jetzt kommen wir zum einzigen Problem, was eigentlich keins ist, wenn man ein Sprintboard in Kombination mit einem Kicker nutzt. Der Kicker hat das Schwungrad auf der linken Seite, ich glaube es sind 12 Kilo oder 16 Kilo, also die große Variante für ordentlich Wumms. Und ja. Das wiegt natürlich ein bisschen. So, jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder man lässt auf der rechten Seite vom Ball etwas Luft raus, gleicht das Ganze aus, oder man packt einfach auf die rechte Seite ein Gewicht. Nächster Vorteil vom Kicker ist einfach mal, man kann die Höhe einstellen. Also man kann die Radgröße anstellen, man kann ein 24er Rad einspannen, man kann ein 28er Rad einspannen oder man kann sogar ein 29er Mountainbike einspannen. Das ist halt der Vorteil, den uns der Kicker bietet, weil man ist nicht mehr auf 28 Zoll angewiesen. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch mein Rad einspannen und das war's quasi schon. Man muss das Teil nicht kalibrieren, man muss nichts machen, man sollte das Ding einfach nur gerade hinstellen und Fahrrad fahren. Ja.
So, das war's auch mit dem Video und wie gesagt, das Sprintboard hat extreme Vorteile, vor allem für die Wohnung. Man hat natürlich Geräuschdämmung, man hat ein besseres Fahrvergnügen, und man sitzt halt länger im Sattel, weil man halt nicht nur steif auf diesen ollen Rahmen sitzt, übrigens Titan, sondern man kann sich bewegen, man kann mit dem Hintern wackeln, man kann in den Wiegetritt gehen und das alles seht ihr einfach in dem Video, wie gesagt. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, schreibt es doch einfach in die Kommentare und ich werde sie gerne nach Möglichkeit beantworten und wir sehen uns. Tschüss!